Lasst mich das mit Kathy besprechen. Kathy? Kevin war sich sicher, Isaac. Es ist Sarah Baker. Sie muss mit unserem Rover hergekommen sein. Kathy! Wie wissen Sie, wo wir sind? Wie haben Sie uns gefunden? Sie ist weg. Tja. Was? Kathy ist weg. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Findet sie. Bitte. Jetzt. Unison. Meine Tochter und der Eindringling sind weg. Verschließt den Eingang. Durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie. Ja. Okay? Jetzt gibt's Stress. Schon gut. Gehen wir. Wohin denn? Wo willst du denn hingehen? Sarah, was ich getan habe, ich ist weiß, schon es gut. War. Alles gehört. Hab ja auch eine, siehst du? Wir müssen zurück zu Habitas. Hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Wir suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja. Yep. Wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Arche Vita. Ryan, leite Habitas Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch? Okay, verstanden. Ich gehe zum FET-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Ja. Yep. Wenn wir das tun, dann sterben die ganzen Leute hier. Ah, ich weiß doch auch nicht, was richtig ist. Mir nach. Ich meine, für die Erde halt wirklich Chancen gibt mit denen. Dann natürlich Erde retten. Weil da wiegt die Erde ein bisschen schwerer als wie. Ja, eine kleine Kolonie hier, aber dass die Leute schnell, alle... jetzt! Schnell, was? Wir können den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und... Wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los, gehen wir. Okay. Lüft es rein. Ach, bin's doch nicht. Okay, ich warte bitte kurz. Ja, ja. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja. Ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Nö. Ja, nicht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht. Ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie? Wie denn? Das ist der Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Jemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich weiß nicht so recht. Treffen wir uns beim Eingang. Okay. Viel Glück. Okay, und ja klar, jetzt geht die Tür auf. Tun die Bienenbier was? Nö. Okay, alles klar. Mal sehen. Ja, gehen wir einfach mal hier lang. Kathy, ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Mondbär, bitte lauf nicht davon. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Ich kann... Das ist die Pumpe, Ella. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Oh, das sieht aber wieder nach Kletteraktion aus hier. Oh, bitte Türen aufmachen. Das hat
sie nicht abgeschaltet, nur diese Hitzeschilder bewegt. Wir müssen wohl den Leitungen nach oben folgen, Ayla. Ah, I see. Okay. Ja, dann einmal wieder klettern. Die Kolonisten sind fast da. Wie sieht's bei euch aus? Wir sind noch nicht bei der Arche. Wir machen so schnell es geht. Beeilt euch, ja. Ich will der irren Sekte da nicht unbedingt beitreten. Ich versuch's, ja. Ich muss weg. Na los. Das funktioniert auch nicht. Leitungen. Eine andere Möglichkeit gibt's wohl nicht. Ah, ich will das eigentlich nicht alles kaputt machen. Oh. Ich hatte keine Wahl. Alle gehen. Jetzt ist der Weg zur Anlage frei. Wir treffen uns drin. Ja, wie komme ich denn jetzt darüber? Ach so, ja, okay. Hallo? Bin ich da durch? Danke. Ja, das war jetzt leider echt nicht so geil. Das wird echt knapp. Jawohl. Sarah, mach! Los! Oh, unser Dad. Hierher zu kommen bringt nichts. Die Arche kann. Oh. Ist das? Nein, Mondbär, hör mir zu. Tu das nicht. Nicht nur wegen mir. Denk an die Leute. Ich... Bitte bleib. Ich kann nicht, Dad. Ich muss schnell einen anderen Weg finden. Ja, ich finde es jetzt irgendwie auch nicht so geil. Aber finde einen anderen Weg in die Arche. Du bist ja gut. Eher rauf, Gott. Ja, wie denn? Lass mich da halt mal rauf. Komm, komm, komm. Unsichtbare Wand. Okay, das ist effektiv nicht die Lösung. Hier konnte ich ja auch nichts. Ah, da. Zu spät. Ja, jetzt haben wir unseren Fahrer gesehen und dann bringen wir ihn um. Der Schacht führt geradewegs durch die Tesla-Kammern. Da bringst du dich nur um. Komm, geh rauf. Achso, okay. Tja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das sind dann wohl die Tesla-Kammern. Tu das nicht, Mondbär. Bitte. Ich will dich nicht verlieren. Oh, was zum... Komme ich da jetzt am besten auf die andere Seite? Nein!
Hat sich nicht festgehalten. Ah. Okay, rauf. Yes, hat funktioniert. Okay, kann man loslassen. Okay, was ist jetzt hier der Trick? Also man könnte ja hier runter. Ich habe so eine Vermutung, was ich machen muss. Ich muss da rauf und dann hier irgendwie hochspringen. Hey. Komm, komm. Oh, nice, hat funktioniert. Nein! Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ach, Mann. Da kann ich einfach nicht drauf. Na toll, das Ganze hier nochmal. Das hat geklappt. So, und jetzt irgendwie... Ah, Moment mal, vielleicht kann ich direkt durchspringen, wenn der da kommt. Bitte lass es funktionieren. Nice, das hat funktioniert. Oh, muss ich hier rauf? Mal schauen, der bewegt sich so, der hier so. Ich hätte vieles besser machen müssen. Doch mein größter Fehler war, dich zu verlieren. Okay, das hat geklappt. Ah, und dann da nach oben. Okay. Was für eine komische Kammer. Oh, nice. Zu spät. Du in Sicherheit bist und dass uns nie wieder etwas passiert. Mutter, kannst du mich denn hören? Kathy, bitte antworte mir. Ja, ich kann dich hören, aber... Oh nein, scheiße, oder? Oh fuck. Scheiße, das geht sich nicht aus. Oh, fuck. Komm jetzt. Schneller, schneller. Oh, geil. Hat geklappt. So eine scheiß Konstruktion. Errungenschaft. Katzenartige Reflexe. Hätte nicht gedacht, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Oh, wir haben wieder Lag Attack. Hör mich jetzt bitte gut zu, Mundbär.
Hätte ich jetzt weglaufen sollen? Schnell, komm rein. Ja, ich komm schon. Alex, verschließ die Tür. Sie versuchen, die Schubdüsen zu sabotieren. Okay, symmetrische Vierer DES-Verschlüsselung, 64-Bit-Chiffrierschlüssel. Kein Problem. Bist du dir das sicher? Bitte, hör mich zu. Nur für eine Sekunde. Ich höre dir ja zu. Also, was ist los? Du musst das nicht tun. Was wir hier gebaut haben. Ich kann nicht zurück. Auf der Erde sperren sie mich weg. Ich wäre wieder fort. Cat? Sarah? Kolonisten auf der Brücke! Die Archen müssen bleiben für die Kolonie. Cat, bitte bleib du für mich. Nur du hast mir hier gefehlt. Bitte, Mobel. Bleib. Bitte. Ich hab's. Die Startsequenz läuft. Triebwerke starten. Ich versuch's. Kathy, gehen wir. Kat. Tut mir leid, Dad. Tut mir leid. Nein, 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 nein. Automatische Startsequenz eingeleitet. Das... Betreten Sie Alpha Vita sofort. Abflug bevorstehend. Oh, Sarah! Warte, ich hol dich! Komm. Ja, komm. Tag auf. Was soll ich denn machen? Wir packen das. Halt dich fest! Komm jetzt. Schneller, schneller, schneller. Oh, das ist wieder die gleiche blöde Sequenz wie auf dem Mond da mit diesen Dingern da, die sich einfahren. Tja, das gleiche nur umgekehrt. Das war dumm. Startsequenz eingeleitet. Manuelle Crosschecks starten. Cat? Du schaffst das. Oh, wir dürfen wieder steuern, so wie es aussieht. Sarah, Bericht. Hab im Kontrollraum die Startsequenz initialisiert. Verstanden. Überprüfe nochmal die Systeme. Initialisiere Absichtung. Sind da ein bisschen viele Hebel? Was muss ich drücken? Ach, da. Und dann hier so. Okay. Dicht.
Überprüfe Luftzusammensetzung. Ah, Stickstoff. Was? Komm. Was ist das? 78, ne? 22, okay. Und einmal runter. Nein. Was denn? Was denn? Was ist jetzt nicht gut? Sarah, Leitungen lüften. Muss ich was machen? Bereit. Starte automatische Bodenstartsequenz. Das hier? Fahre Hilfsaggregate hoch. Das hier? Eigentlich schon irgendwie ganz cool. Fertig. Was müssen wir da machen jetzt? Auf Null stellen oder was? Ach so, das ist wieder diese Wegfahrsequenz. Richtungshalber eingefahren. Visiertrack bereit. Bereit. Transfer von Bodenenergie zur eigenen Energie. Okay, okay, dann. Abgeschlossen. Wir nutzen eigene Energie. Dann hätten wir schon mal. System aktivieren. Ja, sorry, Kolonie. Schubdüsen an. Ah, okay. Maximale Start. Leistung. Holy shit. Oh, beide parallel. Ja gut, haben sie auch gesagt. Aber für die Kolonie hat natürlich jetzt echt Kacke. In dem Fall, dass wir halt wiederkommen, sind wir halt hier nur Leichen. Ich bin einmal sehr gespannt. Oh, schwerelos. Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Ich liebe dich im Sadi. Ich dich auch. Ihm geht's gut. Es tut mir so leid, Sarah. Einfach alles. Ach, Kat, zum Schluss hast du ja richtig gehandelt. Darauf kommt's an. Warum bist du mir gefolgt? Ich weiß nicht. Falls du Isaac suchst, seine Bitte habe ich erfüllt. Folge dem Korridor. Welche Bitte denn? Hast du ihm denn schon das von Claire gesagt? Nein. Ich werde es ihm aber jetzt sagen. Viel Glück. Na, ach, da lang. Okay. Also hier. Ah, okay. Alter, wer baut denn sowas? Was, Banger? Das Ding ist vielleicht das größte Wunder, der die konstruiert hat. Ich glaube nicht, dass jemand auf der Erde überhaupt glauben könnte, dass so eine Maschine existiert, bis sie mit eigenen Augen gesehen haben. Brauchst du da Pflanzen? Oh, ich kann da gar nicht hin. Was soll ich denn jetzt tun? Ach da, interagieren.
Die besten Sitze im Haus. Wir haben lange nach dem richtigen Biopolymer gesucht. Schließlich hat es jemand gefunden. Nun erschaffen wir Natur. Wir werden viel mehr davon drucken müssen, wenn wir die Erde retten wollen. Komisch. Der Tag deiner Geburt fiel mir gerade ein. Du weißt das wohl nicht, aber ich hab dich und deine Mom an dem Tag fast verloren. Wirklich? Ja. Liz brachte dich zur Welt. Es hat so schlimm gestürmt wie noch nie. Der Strom fiel so gut wie jeden Tag aus. An dem Tag hat's den Krankenhausgenerator überschwemmt. Es war nicht wirklich optimal, um es gelinde zu sagen. Du wurdest geboren und deine Nabelschnur war um deinen Hals gewickelt. Und deine Mom wurde ohnmächtig durch den Schock. Oh Gott. Ja, ich weiß. Ich stand einfach in der Ecke rum. Ich sah den Ärzten und Pflegern zu, wie sie versuchten, euch zu retten. Fühlte mich nutzlos. War vollkommen machtlos. Wenn wir auf der Erde sind, bringen sie mich weg. Du weißt, wir werden nicht zusammen sein, Kathy. Ich weiß. Ich habe es echt versucht, das Beste fürs Bestehen der Menschheit zu tun. Egal, was wir auch tun. Trotz allen Bemühungen, wir finden einfach nicht zueinander. Wir bekämpfen uns, auch angesichts gemeinsamer Gegner oder Ziele. Wir werden uns nicht einig, wie wir das meistern. Unsere Rhetorik wird hasserfüllt, unser Handeln zerstörerisch. Wir stehlen das Brot von anderen, wenn wir hungrig sind und würden aus Habgier ihr Zuhause zerstören. Dies tun wir uns gegenseitig an. Und uns selbst. Als wäre persönliche Bereicherung immer wichtiger als Einheit. Was wollen wir retten, wenn wir es am Ende selbst zerstören? Ich dachte wirklich, dass das, was ich tat, richtig war. Aber weißt du, wer sagt, ob man recht hat? Wer darf das entscheiden? Wie schön, dich zu hören. Was ist mit den Unison-Kolonisten? Hat alles geklappt. Ist erledigt. Gut. Dich auch. Und selbst wenn man sich sicher sein könnte, dass man auch für das wahre Allgemeinwohl kämpft, warum muss man überhaupt dafür kämpfen? Gott, wie bleibt man da stark? Trotz alledem. Wie bleibt man da? Gut. Man glaubt, dass wir etwas tun sollten. Ich hoffe, du hast recht.
Es quillet Hoffnung fort in unserer Brust. Was? Wir können uns bessern. Ja, es ist halt schon ein guter Ansatz von Isaac, ne? Er hat ja schon recht. Aber können wir uns auch wirklich bessern? Das ist die Frage. Wie wird die Menschheit reagieren, wenn es dann wirklich mal soweit ist? Ich glaube, da war das Spiel nicht so unrealistisch von dem, was passieren könnte. Hier Sarah Baker, Kommandantin Mission Opera. Die Mission war erfolgreich. Rückkehr zur Erde. In etwa 6 Monaten, 13 Tagen... und 4 Stunden. Kontrollzentrum? Bitte antworten. Dies ist Kontaktversuch Nummer 3. Oh oh. Sind Sie da? Oh, schreit es nach dem dritten Teil? Oder ist es zu spät für die Erde? Ich glaube, da könnte vielleicht auch ein dritter Teil kommen. Ah, sehr, 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 sehr geil. Hat Spaß gemacht. Also, Gameplay war echt super. Story war auch toll, abwechslungsreich. Die Rätsel nicht allzu schwierig. Gut, zweimal habe ich nachschauen müssen. Einmal war ich zu doof. Negativpunkt sind wirklich die Charaktere an sich. Also vor allem die Gestik und die Mimik. Da hätten sie wirklich noch mehr machen können, weil war halt ab und zu schon ein bisschen ein Showstopper. Aber abgesehen davon... wirklich gelungen. Schön gemacht. Wirklich toll. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen, dieses kleine Let's Play. Und an der Stelle klinke ich mich aus. Für euch gibt es jetzt hier noch den Abspann. Vielleicht gibt es ja noch ein Extra. Weiß man ja nie. Und wir sehen uns die Tage. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.